auch mal mit deinen Patienten. Niemals. Gehört Lachen dazu, weil ohne Lachen sind wir schon tot. Und in einer schweren Krankheit ist Lachen die einfachste und schnellste Möglichkeit, aus diesem Käfig auszubrechen, in dem man da steckt. Mir fällt da ein Beispiel ein von einem Patienten, den ich lange intensiv betreut habe, wöchentlich, der mich immer wieder gefragt hat, wie lange habe ich noch, wann muss ich sterben? Und am Anfang habe ich ernsthaft versucht, das zu beantworten, dass wir das nicht wissen, und habe mit der Zeit gemerkt, dass das keine Strategie ist. Und schlussendlich habe ich dann angefangen, im Kalender nachzuschauen. Ja, ich würde sagen, die nächste Woche schaffen wir noch, oder auf die Uhr zu schauen. Und das hat die Situation jede Woche aufs Neue wunderbar gelöst. Wir konnten miteinander lachen. Und er konnte für kurz sein Gefängnis verlassen, der Krankheit.